Damit ein herzliches Willkommen zur fünften Folge von Let's Play Arcania Gothic 4. Am Mikrofon wie immer euer Norderon und das Schaf. So, wir haben von dem Schmied den Armreif bekommen und sind, glaube ich, auf dem Weg zu Ivy, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Da werde ich auch mal direkt Alles gut? jetzt hingehen. Ja, danke. Du bist schwanger? Wer hat das gesagt? Halvin. Dieser Idiot. Also bist du's. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Du nicht? Doch, das kommt nur so plötzlich. Na dann, wolltest du noch was anderes von mir? Dein Vater hat mir seinen Segen gegeben. Und hier habe ich einen Verlobungsarmreif für dich. Willst du mich heiraten? Ja. Ja? Unter einer Bedingung. Was? Du musst mir versprechen, dass wir gleich nach unserer Hochzeit nach Argan reisen. Du bist schwanger. Eben. Und bevor ich kugelrund werde, will ich einmal ein echtes Abenteuer erleben. Und von dieser öden Insel runter. Dann rede ich besser mit Diego. Und beeil dich. Schließlich wollte er Fisch hier verlassen. Man könnte es ja auch noch in ein paar Monaten später machen, aber egal. Ja, sehr schön. Okay. Stufenaufstieg. Das war auf I. Nein. K. Das war der richtige. So. Vitalität können wir nach oben packen. Schmetternder Schlag. Schlag einen Gegner durch Drücken der Nahkampfangriffstaste während des Blockens für 18 Ausdauer mit dem Waffenknauf oder Schild und mache ihn kurzzeitig kampfunfähig. Benötigt Level 3. Ja, das klingt doch mal ganz nett. Ansonsten mache ich erstmal Kampfgeist und Disziplin auch einen nach oben. Ja. Ungefähr so. Ah ja, okay. Das sind herstellbare Gegenstände. Das wollte ich eigentlich nicht. Das suchte ich. Da oben gibt es noch eine Aufgabe für uns. Ein Quest. Ja, dann auf geht's. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, noch, naja, während sie schwanger ist, darüber ist jetzt auch so eine Sache. Aber wir werden sehen. So, dieser Felsen hat eine Quest für uns. Ach nein, da steht noch jemand. Knut, was Knut! willst du? Dir eine aufs Maul hauen! Ivy gehört mir! Deine Fresse, Meinst du, du Junge! schaffst das? Du Arschloch! Mit dir werde ich fertig! Na dann la. Ich mach dich zum Schaf. Wow! Nein! Nein! Du Arschloch! Hör auf, hör auf! Du hast gewonnen! Lass Ivy in Zukunft in Ruhe, hast du verstanden? Ja, doch, ja. Ich lasse ihn in Ruhe. Nein! Schaf, das wollte ich nicht! Scheiße! Das wollte ich jetzt echt nicht! Och Mann! Ich fand das Schaf so süß, wie das immer hinter uns hergelaufen ist. Du kleines Arschloch, du. Nein, ich mach's nicht. Beruhig dich, Junge. Nein, ja, schade. Scheiße gelaufen jetzt irgendwie. Rede mit Diego. Da stand irgendwas, ne? Diego hält sich wahrscheinlich in der Nähe seiner Vorratshöhle auf, die sich hinter dem Wasserfall am Bergweiher befindet. Vorratshöhle hinterm Wasserfall? Vielleicht da oben. Vielleicht auch nicht. Hier war noch irgendwo ein Wasserfall, aber der war hier vorne, ne? Ne, da. Da ist der Wasserfall.
dann denke ich mal, ja doch, dieser Weg da hoch. Auf dem Weg wieder alles einsammeln, was es so gibt. Ein Apfel natürlich. Warum sollte hier auch kein Apfel irgendwo mitten zwischen den Felsen rumliegen? Ja, hier ist die Höhle. Okay. Ich hoffe jetzt, das Wasser ist nicht zu laut. Also auf meinen Kopfhörern ist das gerade extrem laut am Dröhnen. Da ist nichts. Jo. Schick, schick, muss man schon sagen. Gut, dass du da bist. Ja, ne? Finde ich auch. So wie du grinst, hat Groma dir seinen Segen gegeben. Hat er. Und es kommt noch besser. Erzähl. Ivy will mit mir nach Argan reisen. Dort herrscht Krieg, mein Freund. Das ist kein Ort für Verliebte. Als du angefangen hast, mich zu unterrichten, hast du versprochen, dass du mich eines Tages nach Argan bringen wirst. Damals wolltest du alleine reisen. Jetzt soll Ivy dich begleiten. Du warst ein guter Lehrer. Ich kann sie beschützen. Du kannst sie beschützen? Beweise es. Ich habe dich im Zweikampf besiegt und die Goblins getötet. Schon vergessen? Ich war so nett, dich gewinnen zu lassen. Und die Goblins ja, klar. Waren eben nur Goblins. Natürlich. In einem echten Kampf hättest du keine Chance. Also, beweis mir, dass du Ivy beschützen kannst. Dann bringe ich euch beide nach Argan. Willst du nochmal gegen mich kämpfen? Nein, ich habe hier ein Päckchen mit seltenen Kräutern für Lyrka. Bring es ihr. Du willst, dass ich zu Lyrka gehe? Der Hexe? Ich müsste durch den Dunkelwald. Dort soll es die wildesten Tiere der Insel geben. Du musst es nicht tun. Du kannst mit Ivy auf Verschier bleiben. Schafe hüten. Gib mir das Päckchen. Ich bringe es zu Lyrka. Gut. Hier hast du es. Und außerdem einen Schlüssel. Mit ihm kannst du die Tür am Ende meiner Höhle öffnen. Geh ein Stück nach Osten, bis du auf einen Weg triffst. Folge ihm in Richtung Nordwesten. Dann kommst du zu Lyrkas Hütte. Alles klar. Da liegt wieder was zu mitnehmen für uns. Na gut, das Baurezept haben wir jetzt schon dreimal. Glaube ich insgesamt. Ich nehme mir einfach alles, was hier liegt. Ne? Ich hoffe, du hast nichts dagegen, Diego. Die Kiste werde ich nicht öffnen. Schlüssel entfernt. Ja, lässt er den Schlüssel stecken oder? Vor allem, warum Schlüssel? Das ist eine einfache Holztür. Ja, egal. Logik. Natürlich. So. Alles klar, soll es die wildesten Tiere geben. Na dann. Jetzt beginnt das richtige Abenteuer hier. Ich werde noch einmal vorher speichern natürlich. Das kennt man ja schon von mir. Ich weiß gar nicht, also die Frames sind eigentlich gerade gar nicht so schlecht, aber irgendwie. Oder ist das gewollt? Dass alles hier so am Zittern ist. Selbst der Wolf, der da hinten herläuft, läuft zittrig. Naja, ist vielleicht so gewollt. Vielleicht ist das hier gang und gäbe. So. So, bevor ich jetzt einfach weiterlaufe, schaue ich erstmal auf die Karte. Ah ja, wir befinden uns jetzt hier. Bis hier waren wir schon, hier bei der Höhle. Hier sind die Felder. Ja, hätten wir einfach da durch die Tür gehen können, ne? Das wäre viel einfacher gewesen. Okay, das heißt auch, ich muss glaube ich hier oben rum. Mal nach unten hin, hier ist ja wieder das Dorf. Und zum Dorf wollen wir erst zurück, wenn wir diesen glorreichen Auftrag erfüllt haben. Ja, komm, geh einfach irgendwo durch.
Ah. Ja, ich mache das auch nicht gerne, Wolf, aber wer mich angreift, der muss... Hallo? Danke, der muss halt dann damit leben. So, Wolf zum Durchsuchen. Wolfszahn. Natürlich, ein einziger Zahn. Der ganze Wolf bringt nicht mehr als einen einzigen Zahn. Natürlich, das ist völlig normal. Zack. So. Und das gleiche nochmal. Einfach ein einziger Wolfszahn. Also wenn das jetzt schon die wildesten Tiere waren, dann wird das restliche Let's Play ein Durchmarsch. So, hier einfach erstmal alles absammeln. Die kann man nicht pflücken. So, hier. Hallo? Spielstand erfolgreich erstellt. Er speichert automatisch. Okay. Nein, nicht auf den Stuhl setzen. Ah. Lurka. Na? Oha. Ach du Scheiße. Der Hexer aus dem Dunkelwald. Hä? Ich hab keine Angst. Ja, eigentlich nicht. Mag sein. Mag nicht sein. Meine Nase sagt mir. Mag sein. Diego schickt mich. Ja, ich weiß. Ich hab Kräuter für dich. Oh mein Gott. Gib sie mir. Hä? Hier hast du die Kräuter. Ich geh dann wieder. Gehen? Nein. Du bist nicht nur wegen der Kräuter hier, hä? Diego hat aber nichts anderes gesagt. Hat er nicht? Er hat aber versprochen, dass er dich schicken würde. Ja, das hat er. Oh mein Gott, was für ein Vibe. Weil ich ihn drum gebeten habe. Hä? Du? Warum? Weil ich etwas gespürt habe. Gleich nachdem sie dich gefunden haben. Hä? Etwas, das geweckt werden muss. Gespürt? Etwas, das geweckt werden muss? Ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Da schlummert was in deiner Brust. Eine Kraft. Eine magische Kraft. Nicht, dass ich wüsste. Doch, doch. Ich kann sie spüren. Hä? Hä? Sie muss nur geweckt werden. Nee. Mach einfach die Augen zu. Hä? Nein. Du hast etwas gespürt. Erstmal nachfragen. Gleich nachdem sie mich gefunden haben? Wie meinst du das? Alma ist nicht deine Mutter, hä? Doch, da bin ich mir sicher. Ist sie nicht? Sie hat dich am Strand gefunden, nach einer stürmischen Nacht. Das glaube ich dir nicht. Frag sie, wenn du wieder im Dorf bist, hä? Ja, ich vertraue ihr eigentlich nicht, ich mach's trotzdem. Siehst du, ich mach die Augen zu. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, hä? Hilfe? Hallo? Wieder wach. Oh mein Gott. Muss das schrecklichste Anblick sein. Oh, ein paar Tage. Ein paar Tage? Magie wecken dauert eben, hä? Kann ich jetzt zaubern? Vielleicht. Vielleicht auch nur magische Schriftrollen verwenden, hä? Hä? Wo sind wir hier? In einer Oha. Höhle unter dem Dunkelwald. Ich kenne diese Höhle. Aus deinen Träumen, hä? Ja, ja klar. Ja. Mhm. Was machen wir hier? Willst mir einen Gefallen tun, hä? Einen Gefallen? In der Höhle sind Wühlböcke. Viele Wühlböcke, hä? Mit Stahl allein sind die nicht zu töten. Ein Wühlbock kann sich in seine Schale zurückziehen wie eine Schildkröte. Aber das kannst du mit Blitzen vereiteln. Ha? Mit Blitzen? Hier, nimm die magischen Schriftrollen. Hä? Töte die Wühlböcke. Denn sie machen meine Bäume krank. Und vergiss die Königin nicht. Hä?
Gut, mach ich. Wenn du keine Schriftrollen hast, kommst du zu mir. Ich gebe dir neue. Aber nicht verschwenden, hä? Hast du noch ein... Achso. Du hast selbst noch genug. Ja, Entschuldigung. Das war nur... Du hast Zauberspruchrollen erhalten. Ziehe sie aus dem Inventar auf die Schnellleiste und rüste sie von dort aus, wann immer nötig. Drücke linke Maustaste, um den ausgerüsteten Spruch zu zaubern. Verzeihung. So, 30 haben wir davon. Wir haben noch ein paar Kochrezepte. Nehmen wir noch eine Rune der vier Winde, die möchte ich eigentlich jetzt nicht benutzen. Blitzschlag, Spruchrolle, wirkt einmalig den Zauber Blitzschlag, der 13 Schaden verursacht und das Ziel für 4 Sekunden elektrisiert, was das Ziel lähmt. Okay. Also, die Höhle kennen wir schon. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem versuchen soll, erst ohne oder erst einfach mal... ja, super. Ich versuch's erst so. Wenn die sich dann eingedingst haben, kommt der Zauber und die sind wieder draußen. Ja, jetzt wird das verstanden. Na gut, wenn das so weitergeht. Brauchen wir davon mehr als 30. Zack, 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 zack. Und wieder drin natürlich, was auch sonst hier. Komm da von selber raus, Junge. Ach, der regeneriert sich ja dann. Einfach draufkloppen. Jawohl. Okay, die regenerieren sich also, sobald die in dem Panzer sind. Also muss der Zauber noch schneller gewirkt werden. Was hättet ihr denn für Viecher? Konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Einfach erstmal platt gemacht. Egal, es waren irgendwelche kleinen Viecher. Mhm. Da ist wieder einer. Ah, hier sind wieder so kleine. Was steht denn da? Ah, okay. Krabbler. Hey! Nicht abbauen hier! Ja gut, ich hau euch jetzt alle platt. Erdkrabbler, okay. Da kommt der nächste Wühlbock. Zack, zack, zack. Ja, geht dann doch schon gleich viel schneller, wenn man das alles so... Wenn man weiß, wie es geht. Gut, so schwierig ist das jetzt eigentlich nicht. Aber... Ja... Nach vorne schlagen ist immer sinnvoll. Oh, da. Jetzt übertreiben sie gleich. Jetzt kommen gleich alle auf einmal hier an. Ich kümmere mich erst um den Großen, weil der sehr wahrscheinlich mehr Schaden macht als der Rest. Ja, ich habe doch auf ihn gezielt, ne? Also triff doch bitte ihn und nicht die Kleinen. Ja, hallo? Ja, jetzt reicht's. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Och man, geh mich auf den Nerven, Wildbock. Wildbock, Entschuldigung. Ja. Gut. So sieht also die Welt von innen aus. Kommt hinter uns her. Wenn ja, ich bräuchte mal bitte, ich hole mir schon mal neue. Hast du noch ein... Zielst schlecht, hä? Aber was soll's? Nimm ruhig. Naja, schlecht zielen kann man jetzt so nicht sagen. Also, gut, vielleicht doch. So, bis hier waren wir schon. Hier leuchtete gerade noch was rot auf. Da oben ist der nächste. Hier sind erstmal wieder die kleinen
Krabbler. Jetzt alle drei nach einfach sterben, jawohl, da kommt der Wühlbock. 2, 3. Schlag, Schlag, Schlag. Blitz. Knüppel, Knüppel, Blitz. Knüppel, Knüppel, Knüppel. Tot. Gut, der letzte Blitz war ja ziemlich sinnvoll. Aber egal, wir haben ja genug. So, eine Truhe, sehr schön. Gold, Bandagen, Pfeile, Mana-Trank und Messingring. Den Messingring gucke ich doch gleich mal an. Was haben wir hier noch? Gromas Glücksbringer. Plus ein Nahkampfkraft, plus ein Fernkampfkraft, plus Magiekraft. Können wir den hier hinpacken? Ja. Dann gibt es natürlich Rüstung und Lebensenergie. Dann lasse ich das erstmal so. Aber der Ring, ach den, super, danke. Der wurde automatisch angelegt. Plus 5 Magiekraft. Sehr schön, dann müssten die Blitze eigentlich jetzt mehr Schaden verursachen. Was nicht unbedingt schädlich ist für uns. Sondern vielleicht mal sogar ziemlich sinnvoll sein könnte. Hier, zack, 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 zack. Ja, verzieh dich ruhig in deinen Panzer hier. Gegen mich hast du keine Chance. Ja, ist doch gut. Ein bisschen weniger häufig wäre auch nicht schlecht. So, eine Truhe hier. Nichts zum Aufheben, nichts zum Sammeln. Naja, schade. So. Dort sind gleich zwei. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Na super. Zack. So, du und dann kassierst du endlich auch ein. Komm doch auch. Jawohl. So. Ach, du lebst noch. Oder wie jetzt? Hier war noch was Rotes auf der Minimap. Naja, na, bist du die Brutmutter? Wühlbock, Königin. Sieht aus, als könnte die irgendwas mit Gift oder so. Ja, okay, zu diesem Tauschen schon mal ganz ordentlich auf dem Boden. Den weiche ich dann mal lieber aus. Naja, wir haben ja noch genug Blitze, also zack. Ah, verdammt. Nein! Naja, es gibt ja Bandagen, wobei so schlimm ist das jetzt auch noch nicht. Das ist während des Kampfes nicht möglich. Ja, es gibt Bandagen, kann ich aber nicht benutzen. Super. Der beste Hinweis überhaupt. Wahrscheinlich stelle ich mich gerade wieder extrem dämlich an hier. Ja, ich glaube, so geht's fast besser, hätte ich gesagt. So. 150 Erfahrungspunkte und ja. Wo hat er die Fackel her? Oh mein Gott! Oh nein! Oh Scheiße! Ivy! Nein! Ivy! Nein! Nein! Verdammte Scheiße! Komm mit mir, mein Freund. Ich bring dich nach Argan.
War das jetzt geplant? War das Absicht von irgendjemandem, dass wir genau derzeit eben nicht da sind? Vielleicht interpretiere ich da auch nur zu viel rein, aber irgendwie war es jetzt doch schon sehr eigenartig, dass genau dann, wenn wir eben mit dem alle fertig sind... Mich rächen an Robert dem Dritten und seinen verfluchten Paladinen. Du bist ein Grünschnabel. Sie werden dich töten. Soll Ivys Tod ungesühnt bleiben? Und er meiner Mutter und meiner Freunde? Nein, aber... Was, wenn es einen Weg gäbe, dich zu rächen, ohne gleich ins Verderben zu rennen? Lass hören. Irgendwo hier im Gebirge soll es einen uralten Tempel geben, in dem ein gottgeweihter Amboss steht. Robas Paladine suchen den Tempel. Sie wollen den Amboss nutzen, um Waffen zu schmieden, für ihren Feldzug gegen Argan. Verstehe. Ich soll ihre Pläne durchkreuzen. Genau. Und selbst etwas schmieden, das dir bei deiner Rache hilft. Wo soll ich mit meiner Suche nach dem Tempel beginnen? Auf dem Hügel dort hinten steht die Taverne zur gespaltenen Jungfrau. Da findest du einen Magier namens Daranis. Er kennt viele alte Geschichten. Rede mit ihm. Vielleicht hat er von dem Tempel gehört. Puh, okay. Woher kennst du die Pläne der Paladine? Als ich noch an Robas Hof war, hatte ich immer ein wachsames Auge auf Lord Hagen und seine Männer. Und so manche Magd der Paladine hat mir ihr Ohr geliehen. Wer ist Lord Hagen? Der Heerführer der Paladine. Und ein Mitglied von Robas Hohem Rat. Wirst du mich auf meiner Suche begleiten? Wirst du mich auf meiner Suche nach dem Zweifel Tempel nein. Nein, du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ich segel weiter nach Stuark. Wenn du auch in Stuark bist, frag den Wirt der Klippenschenke nach mir. Er wird wissen, wo du mich findest. Puh, okay. Ja. Dann sind wir jetzt auf diesem kleinen Fleckchen Erde hier. Und haben alles verloren. Was uns lieb war. Das schreit natürlich nach Rache. Ist auch klar, dass Rache so nicht funktioniert. Puh. Naja, erstmal Fähigkeiten verteilen. Ich packe einen auf Disziplin, damit wir zum Schlagregen kommen. Hier kann man schleichen. Oh, Feuerpfeile. Frostpfeile und Blitzschlag. Ehrlich gesagt bin ich nicht so ein Magier-Typ. Aber anschleichen packe ich einen drauf und Feuerpfeil packe ich einen drauf. Machen wir es erstmal so. Spruch auf eine Schnelle zu ziehen, um zu selektieren. Packen wir den mal auf die 5. Das auf die 4. Dann Feuerpfeile bin ich schon eher ein Freund von. Tja, warum kann es nicht einmal so ein Happy End geben, ne? Nein, dann... Puh. Alles klar. Dann sage ich das Ganze nochmal. Jetzt beginnt dann erst das richtige Abenteuer hier. Ist natürlich am Regnen hier, was auch sonst. Hätte auch manchmal schönes Wetter sein können, um uns ein bisschen aufzuheitern. Was willst du, Junge, hier? Ihr habt mir gerade noch gefehlt, ihr kleinen Goblins hier. Ja. Mit mehreren auf einen, ne? Das kann ich auch. Links rollen, rechts rollen, schlagen. Links rollen, rechts rollen, schlagen. Der nächste tot, den krieg ich auch noch.
Einmal ausweichen, zweimal ausweichen und immer schön drauf. So. Gold, Gold, Gold und mal gucken, ob wir nicht schon irgendeine bessere Waffe vielleicht haben. Diegos alte Machete. Ja. Goblin-Keule, Messer, Heugabel. Die Heugabel wäre auch schon nicht schlecht, ist aber Zweikampf. Und dann Schäferstab, den werde ich natürlich behalten. Ne? Ich meine, es ist unser Schäferstab. Ausrüstung ist nur das. Das kennen wir schon. Naja, dann mal zur gespaltenen Jungfrau. Wer auch immer sich solche Namen immer ausdenkt. Das ist sehr elektrisiertes Wasser anscheinend. Ja, wunderbar. Halt. Hey, ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben. Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger, sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Oben das Wappen auf dem Schild. Die gespaltene Jungfrau, ne? Ja. Wunderbar. Ich suche da rein. Schön, dass die Kamera da genau so drauf richtet, ist, dass man es fast übersehen würde. Zimmer. Jetzt ist weg. Frag am besten mal Modra, die weiß bestimmt, wo er steckt. Modra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, aber schön, du wirst sie finden. Schön. Ja. Das sieht schon mal sehr nett aus. Guten Tag, wer seid ihr? Stalljunge. Gut, ich würde sagen, bevor wir mit ihr sprechen, beende ich diese Folge. Bedanke mich bei allen, die zugesehen haben. Und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Norderon.